Quarantänelager mitten in Deutschland, wohin man auch gebracht wird, wenn man gar keine Symptome hat, nur weil man positiv getestet ist, Unterbringung unter anderem in Turnhallen. Sie werden jetzt sagen, ist der Reitschuster durchgedreht? Nein, das ist er nicht. Das haben wir in einem Papier des Innenministeriums, für das Innenministerium, das bisher überhaupt nicht in den Medien, in den großen behandelt wurde. Und was da drinnen steht, also mich hat es ganz ehrlich gesagt erschüttert, herausgebracht hat dieses Papier, nicht herausgebracht im Sinne, dass sie es verfasst hätte oder dass sie die Auftraggeberin wäre, sondern sie hat es an den Tag gebracht, als Whistleblowerin sozusagen. Nein, einen Whistleblower unterstützt dabei, es an die Öffentlichkeit zu bringen. Aya Velasquez, Kulturanthropologin und Journalistin. Und sie hat es auch mitgebracht, sie erzählt, was da drin steht, auch gezeigt. Sie erzählt, zeigt auch die Briefwechsel, die man eingeklagt hat, dass die bekannt wurden. Nein, ich bring's nicht durcheinander. Also hier alles geschwärzt. Ein unglaublich interessantes Gespräch, das ich nicht auf YouTube zeigen werde, aus den bekannten Gründen, weil hier zensiert wird. Und ich werde das auf Rumble und auf Odyssey zeigen. Und ich bitte jetzt nochmal Aya, vielleicht in einer Minute, anderthalb, Zensur ungefährlich zusammenzufassen, was da drin steht, was für dich das Wesentliche ist. Ja, das ist, es handelt sich um ein Papier aus dem Innenministerium. Also es wurde von einer Expertengruppe erstellt, die nicht Angestellte des Innenministeriums sind, aber sie wurden vom Innenministerium beauftragt. Und in diesem Papier wurden ganz, ganz wesentliche Weichenstellungen für das Management der Pandemie aufgestellt. Unter anderem eben die Einrichtung von Isolationszentren, die extern sein sollten. Und in diesem Papier wurde festgehalten, Heimquarantäne soll nur in absoluten Ausnahmefällen erfolgen, was ich doch für recht bemerkenswert finde. Es ist dazu dann letztendlich nicht gekommen, dennoch tut es Not, dass wir uns mit diesem Papier unbedingt beschäftigen. Und deine Angst ist ja, dass es noch dazu kommt. Du sagst, vieles ist umgesetzt worden später aus diesem Papier. Ganz genau. Ja, drum macht es Sinn, dass Sie sich das anschauen. Wie gesagt, ein kleiner Klick unten und rüber auf Rumble und auf Odyssey. Und noch ganz kurz, wir haben jetzt endlich diese Bundespressekonferenzmasken, auch FFP2 zertifiziert. Im Moment sind sie gerade ausverkauft. Es gab die mit Logo und ohne Logo, aber in Kürze, wenn sie wieder da sein, können sie dann auch über meine Seite, über den Shop finden. Alles Gute, danke, ciao. Schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie, lassen Sie ein Like da, bringen Sie die YouTube-Algorithmen in Schwung gegen das Shadowbanning. Danke, ciao, auf Wiedersehen.